زك لا إله إلا الله اسكيب تنجو توسى الله Das ist die Allah derjenige, der das diesseitige Sie kennen nur die Außenseite des diesseitigen Lebens. Das Jenseits aber beachten Sie gar nicht. Gegenüber ist das Fenn und Feuer. Viele Menschen sind unachtsam gegenüber diesen Zeichen. Ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Bismillah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، werden بإذن الله سبحانه وتعالى heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Dieses Thema heißt die Zeichen des jüngsten Tages. Auf Arabisch heißt es أشراط الساعة. أشراط الساعة. أو علامات الساعة. Man kann sagen أشراط الساعة أو علامات الساعة. Diese أشراط und علامات nennt man auf Deutsch ungefähr die Zeichen des jüngsten Tages. Man kann sagen die Vorzeichen des jüngsten Tages. Man kann auch sagen Merkmale des jüngsten Tages. Diese Begriffe, die ich gerade erwähnt habe, die finden wir بإذن الله سبحانه وتعالى im Koran und in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind keine erfundene Worte von irgendeinem Gelehrten, sondern die stehen im Koran. Und Allah spricht hier im Koran subhanahu wa ta'ala, ungefähre Übersetzung. Allah spricht, erwarten Sie denn etwas anders, als dass die Stunde plötzlich über Sie kommt? So sind Ihre Vorzeichen bereits eingetroffen. So sind Ihre Vorzeichen bereits eingetroffen. Das Wort Vorzeichen ist ein Beweis Nummer 1, aus dem Koran, dass diese Worte sind rausgenommen aus dem Koran. Ja? Vorzeichen, man kann sagen Anzeichen, man kann sagen Zeichen, Merkmale. Ja? Allah sagt, erwarten Sie denn etwas anders, als dass die Stunde plötzlich über Sie kommt, so sind Ihre Vorzeichen bereits eingetroffen. Wie soll Ihnen dann Ihre Selbstbestimmung nützen, wenn sie über Sie kommt? Und der zweite Beweis aus der Sunna. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß einmal mit Jibril alaihi salam. Dieser lange Hadith, Khatir, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan? Dann fragte Jibril a.s. den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wann die Stunde sei. Wann ist die Stunde, Herr Muhammad? Wann beginnt die Stunde? Darauf antwortete er sallallahu alaihi wasallam, der Befragte weiß nicht mehr als der Fragende. Der Befragte weiß nicht mehr als der Fragende, denn niemand weiß, wann die Stunde ist, außer Allah. Niemand weiß, wann die Stunde eintrifft, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann Jibril alayhi salam fragt weiter. O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sage mir, welche sind ihre Anzeichen? Welche sind ihre Anzeichen? Das ist ein Beweis von der Sunna. Dass diese Begriffe sind aus dem Koran und der Sunna, vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam genommen sind. Alle Gelehrten, der Gelehrte spricht in diesem Buch, sagt, die Gelehrten sind sich einig, dass mit den Anzeichen, Ashrat auf Arabisch heißen die, die kleinen Vorzeichen gemeint sind, welche vor den großen Zeichen, die man nennt im Arabisch Ayat. Ayat sagt man, Ashrat, sagen die Gelehrten, das sind die kleinen Vorzeichen, Ayat sind die großen Zeichen. Und die nennt man auf Deutsch sogar Wunder. Man kann sie alles Wunder nennen. Sagt, das arabische Wort Ayat bedeutet Wunder oder deutlicher, klarer Beweis.
Es gibt einen Unterschied zwischen den Worten Aya, Wunder, und der Alamat, Vorzeichen. Die kleinen Vorzeichen treten im alltäglichen Leben der Menschheit auf. Das ist etwas Normales für die Menschen. Es sind so viele Zeichen unter uns, ja, die Stunde ankündigen, aber viele Muslime und viele Menschen sind unachtsam gegenüber diesen Zeichen, weil sie sie gar nicht kennen. Das ist etwas Normales für sie. Das ist etwas, was sie täglich erleben. Das ist nichts Außergewöhnliches. Also die kleinen Vorzeichen treten im alltäglichen Leben der Menschheit auf. Den Menschen kommen diese kleinen Vorzeichen nicht unbedingt außergewöhnlich vor. Anders als die Zeichen, die wir im Islam Ayat, Wunder nennen. Wie der Name Wunder schon andeutet, etwas, was für die Menschheit außergewöhnlich ist. Die großen Zeichen sind also Wunder, die welche die Sitten, Gewohnheiten und die Gesetze des irdischen Lebens vollkommen verändern. Beispielsweise, die großen Zeichen sind 10. Die großen Wunder, die noch kommen werden, inshallah, sind 10. Die sind anders als die kleinen Vorzeichen. Ich erwähne 5 davon, das Erscheinen des Dajjals. Das Erscheinen von den Lügen Messias, Ad-Dajjal. Die Rückkehr des Propheten Isa, a.s. Das Erscheinen vom Volk, Ya'juj wa Ma'juj. Auf Deutsch sagen die Gog und Magog, Allahu A'lam. Das Aufgehen der Sonne im Westen. Das Erscheinen des sprechenden Tiers und so weiter. Das sind andere Zeichen, die werden wir gleich sehen, inshallah, Rabbil Alamin. Diese Zeichen sind gewaltige Erscheinungen, die der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam als Wunder und nicht als Vorzeichen benannt hat. Die kleinen und großen Zeichen sind unausweichliche Ereignisse, auf die uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufmerksam machte, die vor der endgültigen Stunde dieser Welt auftreten werden. Sie sind die Beweise für das Ende dieser Welt und für den Beginn des jüngsten Tages. Der jüngste Tag hat verschiedene Namen. Tag des Gerichts, Tag der Vereinigung, Versammlungstag, Tag der Trennung, Abrechnungstag, Tag der Übervorteilung, Tag des Bedauerns, die herankommende Stunde, die eintreffende Stunde, die fällig werdende Stunde, der Tag des großen Unglücks, der Tag des Verhängnisses und Tag des Bebens. Man hat viele andere Namen. Das ist der letzte Tag, mit ihm endet das diesseitige Leben. Ein Tag, dieser Tag ähnelt keinen anderen Tag. Und wenn dieser Tag eintrifft, es gibt keine Tage mehr im diesseitigen Leben. Das ist der Tag, an dem die ganze Menschheit von Adam a.s. bis zum letzten Menschen existieren wird. Alle zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, versammeln sich bei Allah jalla fi'ula, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden bei Allah jalla fi'ula. Dieser jüngste Tag ist nicht wie irgendein Tag. Wir haben viele Unglück erlebt. Wir haben viele Unglück und Katastrophen gesehen im diesseitigen Leben. Aber dieser Tag ist ein grausamer Tag für die, die sich nicht vorbereitet haben für diesen Tag. Neugeborene Kinder an diesem Tag vor Angst werden graue Haare bekommen. Es werden Menschen, die Menschen brechen in Tränen aus Yawm al-Qiyamah, so dass sie keine Tränen mehr haben. Bis sie sogar Blut weinen, die Flüsse Yawm al-Qiyamah, wenn Schiffe drauf wären, könnten sie drauf fahren Yawm al-Qiyamah. Weil sie so viel Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Ein Tag, der 50.000 Jahre dauern wird. 50.000 Jahre ist dieser Tag lang. Menschen werden da stehen, ohne Essen, ohne Trinken, in Angst, in Schreck, wal'iyadu billah. Deswegen, das ist der Tag des Unglücks für die, die sich nicht vorbereitet haben, für das Treffen mit Allah, jalla fi'ula. Es ist Allahs Gesetz, dass bevor große Ereignisse auftreten, er kleinen Vorzeichen vorausschickt, auf das die Menschen sich darauf vorbereiten. Ein Beispiel dafür ist die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn seitdem Allah Adam erschaffen hat, bis zum Tag des Gerichts, gehört dieses Ereignis zu den gewaltigsten. Bevor dieses auftrat, sind Vorzeichen, Ereignisse und gewaltige Botschaften gesandt worden, die das Universum veränderten und die Ankunft des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verkündeten. Beispielsweise, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist im Jahr des Elefanten geboren. Amul Fil. In jenem Jahr ist die reinste und gesegnete Seele geboren, die welche die mächtigsten Mächte Perser und Römer vernichtete. Die stärkste Macht damals war Perser und Rom. Aber als Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, die Lage hat sich geändert. Diese Beduinen, die Römer, das haben Sahaba Beduinen genannt. Sie haben sich lächerlich gemacht über Sahaba radiallahu anhum. Und die Römer damals haben sehr starke Armee gehabt. Sie haben Sahaba verachtet. Aber Sahaba radiallahu anhum, die vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzogen wurden,
Das sind die Schüler von den besten Menschen, den besten Geschöpfen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Diese Menschen haben die Römer besiegt. Diese Menschen haben die Perser besiegt. Und diese Menschen haben den Römer, die Könige von Rom und Perser gezwungen, zu sagen, dass diese Menschen deren Königreich erben werden. Und dies war auch die Lage damals. Vor seiner Geburt, alayhi salatu wassalam, ist ein roter Stern im Himmel erschienen. Dieser Stern wurde von den Juden erkannt, sodass sie sich zu den Quraishiten eilten, damals Quraish, die Mushrikin, sodass sie sich zu den Quraishiten eilten und sie fragten, ob ein Neugeborener geboren sei. Denn heute ist der Stern Ahmads, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, erschienen, der auf die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam hinweise. Beispielsweise die Jinn, die Geisterwesen, durften ab jenem Tag dem Himmelreich nicht mehr belauschen. Seit jenem Tag wurden die Sternschnuppen als Jagdwaffe gegen die Shayatins benutzt. Heute viele Muslime leider, weil sie zu viel Fernsehen gucken und zu viele Märchen sich angucken, sagen, wenn ihr ein Sternschnuppe sind, wünscht ihr was. A'udhu billah. Das ist ein Aberglaube, nas'alullah al'af. Wenn du was brauchst, dann frag Allah. Wenn du eine Bitte hast, dann bitte Allah. Wie Rasul Sallam Abdullah ibn Abbas beigebracht hat. Ja, Ulam, o Junge, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren. Das heißt, bewahre die Grenzen Allah, überschreite sie nicht. Bewahre die Gebote Allah, halte dich daran. Bewahre das, was Allah verbot, indem du dich fern davon hältst, dann wird Allah dich bewahren. Und wenn du eine Frage, wenn du fragst, dann frag Allah. Und wenn du bittest, dann bitte Allah. Nicht, wenn du den Sternschnuppe siehst, dann wünsche dir was, dann passiert das, a'udhu billah. Denn niemand kann deine Wünsche erfüllen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi ala. Wir müssen das im Kopf behalten, dass diese Sternschnuppe nicht irgendein Spielchen ist, sondern Allah subhanahu sie benutzt als Jagdwaffe gegen die Shayatin, die versuchen im Himmelreich, im Königreich Allah subhanahu zu lauschen. Ab dem Tag, ab dem Gebot von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist für die verboten, im Himmelreich zu lauschen. Es gibt Vorzeichen, welche die Gelehrten der Banu Israel damals mit Gewissheit bereits kannten. Denn sie baten um einen entscheidenden Sieg über diejenigen, die ungläubig waren, indem sie um die Entsendung des ihnen in ihren Schriften verkündeten neuen Propheten flehten. Wir sind gegangen zu den Arabern, die Juden. So gehört zu. Wir erwarten, dass die Zeit bald ist nah, ein Prophet wird erscheinen. Und wenn dieser Prophet kommt, wir werden an ihn glauben. Und wir werden Seite an Seite mit ihm kämpfen gegen euch und wir vernichten euch. Wir sind zu den Arabern, die nicht geglaubt haben. Was sagt Allah jetzt über die Juden, die selber zugegeben haben, dass ein Prophet kommen wird? Danach leugnen sie die Wahrheit, obwohl die Wahrheit in deren Schriften steht, subhanallah. Was sagt Allah? Allah spricht, als nun das zu ihnen kam, was sie kannten. Was kannten sie? Sie wussten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird kommen. Sie wussten, ein Prophet wird gesandt. Ein Prophet wird kommen. Er wird mit der Wahrheit kommen. Er wird mit einer die gleiche Botschaft kommen, die mit anderen Propheten, womit die anderen Propheten gekommen sind. Alle rufen zu einem Gott, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie wussten es. Und sie haben auf ihn gewartet noch dazu, weil sie Beweise haben in ihren Schriften. Allah sagt, als nun dann das zu ihnen kam, was sie kannten, verleugneten sie es. Sie haben die Wahrheit verleugnet. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen. Die großen Ereignisse haben immer Vorzeichen, die sie ankündigen. Wie jetzt dieses Ereignis, die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die großen Ereignisse haben immer Vorzeichen, die sie ankündigen. Das Eintreffen der Stunde, also der Tag des Bebens, ist ein gewaltiges, schwerwiegendes Ereignis, dem Allah viele Vorzeichen vorausgeschickt hat, von denen ein zum anderen führt. Diesem Ereignis ähnelt kein anderes. Es ist ein Ereignis, welches keiner leugnen kann. Sogar die Kuffar heute, die Wissenschaftler, sprechen vom Ende dieser Welt. Die Nicht-Muslimin heute, die forschen und forschen und forschen, sie haben zugegeben, diese Welt geht bald zu Ende. Wir brauchen niemanden, der für uns forscht, denn wir haben Koran und Sunnah. Unser Maßstab ist Koran, die Worte Allah und die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der alles verkündet hat, was geschehen wird vor der Stunde. Und diese Zeichen sind eine Ankündigung für die Nähe der Stunde. Tag der Auferstehung. An dem Tag werden wir alle vor Allah stehen. Alle Menschen. Keiner wird einen Ausweg haben, Yawm al-Qiyamah.
sagt, das Eintreffen der Stunde, der Tag des Bebens ist ein gewaltiges, schwerwiegendes Ereignis, dem Allah viele Vorzeichen vorausgeschickt hat, von denen ein zum anderen führt. Diesem Ereignis ähnelt kein anderes, es ist ein Ereignis, welches keiner leugnen kann. Die kleinen Zeichen führen zu den großen Zeichen, welche auch die Stunde ankündigen. Also die kleinen Zeichen ist eine Ankündigung für die großen Zeichen. Und die großen Zeichen sind eine Ankündigung wofür? Für das Eintreffen der Stunde. Das Ende des diesseitigen Lebens. Die kleinen Zeichen führen zu den großen Zeichen, welche die Stunde ankündigen. Oder das Ende des diesseitigen Lebens. Die Zerstörung der Welt und die gewaltige Umwandlung des Universums. Und die gewaltige Umwandlung des Universums. Denn Allah wird die Himmel verändern. Und die Erden werden sich verändern. Der Himmel wird zerstört werden. Die Sterne werden herabfallen. Die Planeten werden zerstört. Die Erde wird zerstört werden. All das, was du siehst, wird nicht mehr existieren. Denn Allah wird einen anderen Himmel erschaffen, Yawm al-Qiyamah. Und andere Erde als die, die wir kennen. Alles an diesem Tag, Allah vernichtet alles. Keiner mehr bleibt, sogar der Engel des Todes. Der Engel des Todes, Malakul Maut, der die Seelen nimmt. Ja? So Allah subhanahu wa ta'ala, er muss auch sterben. So dass niemand mehr bleibt. Alles ist still. Keine Ameise ist noch am Leben. Keine Bakterie ist noch am Leben. Allah ruft im Himmel. Liman al-mulkul yawm. Liman al-mulkul yawm. Liman al-mulkul yawm. Wem gehört die Herrschaft heute? Niemand antwortet, weil keiner mehr da ist. Alles ist vernichtet. Allah hat alles vernichtet. Niemand bleibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah antwortet selber, Lillahi al-wahid al-qahhar. Lillahi al-wahid al-qahhar subhanahu wa ta'ala. Denn die Herrschaft, die Brüder, gehört Allah. Heute gehört die Herrschaft Allah. Und morgen gehört die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der unbesiegbare Jalla fi ula. Er ist der ewig lebende subhanahu wa ta'ala, der nie stirbt. Alles andere wird sterben. Alles andere wird vernichtet werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi ula. Allah subhanahu wa ta'ala verkündet uns die Vorzeichen durch die Überlieferung seines Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Die großen Zeichen, die wir Wunder nennen, sind 10. Hudhayf ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu anhu sagte, während wir uns ermahnten, erblickte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte uns, worüber spricht ihr? Wir antworteten über die Stunde, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam. Über die Stunde. Wir haben nicht über Fußball gesprochen. Heute die Umma, wenn sie sich trifft, und wie viel habt ihr gespielt? Und seid ihr aufgestiegen? Und hast du Arbeit gefunden? Das erste, was er dich fragt, wenn ich Salam alaikum mache, hast du Arbeit? Arbeitest du? Hast du einen Job? Gehst du zur Schule? Warum fragst du nicht, wie es mein Iman geht? Warum setzen wir uns nicht hin und versuchen, unser Iman zu stärken? Warum setzen wir nicht uns hin und erwähnen Allah, wie Sayyidina Umar radiallahu anhu das gemacht hat? Aber Dharr radiallahu anhu sagt, ich sah Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin. Ich sah Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Khattab, zwei Männer, von deren Hände packen, sagten, steht auf, lasst uns Allah erwähnen, lasst uns unseren Iman stärken. Es ist wichtig, wenn ihr euch trifft, spricht über die Stunde. Spricht über Yawm al-Qiyamah. Spricht über das Treffen mit Allah. Das stärkt euren Glauben. Das stärkt euren Iman. Umar ibn Abd al-Aziz, als er die Führung übernommen hat, als er zum Kalifen gewählt wurde, obwohl er das nicht wollte. Der Mann hat sich 7 Männer ausgesucht, die besten ausgesucht, die Allah fürchten, subhanahu wa ta'ala. Und hat sie dann zu sich nach Hause eingeladen und sagt, hört zu, wenn ihr bei mir seid, ich will nichts von diesseitigem Leben hören. Ich will nichts über Dunya hören. Und sagt, ich will nicht, dass ihr über irgendjemanden redet, der nicht anwesend ist. Was machen die? Sie sprechen über den Tod, über die Lage nach dem Tod, über das, was geschieht im Grab, die Einsamkeit im Grab, die Finsternisse im Grab, die Fragen im Grab, die wir gestellt bekommen. Und dann das Tag der Auferstehung, Allah, das Paradies, all das, was mit dem Verborgenen zu tun hat. Sagt, sie weinen so lange dann, wenn sie fertig sind, man denkt, sie sind von einer Beerdigung gerade fertig. Aber das Schlimmste, die Umma, auch wenn sie jemanden beerdigen, siehst du wenig Tränen. Weil die Herzen sind von Hartherzigkeit betroffen, wal'iyadu billah. Und niemand wurde so hart betroffen von einer Krankheit wie Hartherzigkeit. Und der Entfernung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Hartherzigkeit, a'udhu billah, die harten Herzen sind die weitesten von Allah jalla fi'ala. Und deswegen will er den Tod erwähnen, dass die Stunde erwähnen, den jüngsten Tag, die Bedrängnisse für den jüngsten Tag, die Hölle, das Paradies, die Brücke as-Sirat. Was passiert dann? Unsere Herzen werden weicher. Wir empfinden vielleicht etwas Angst. Vielleicht wachen wir ein bisschen auf von dieser Unachtsamkeit, wal'iyadu billah. Die Stunde wird immer näher. Die Stunde rückt immer näher und die Menschen werden immer noch unachtsamer, wal'iyadu billah.
Und sie wenden sich ganz dem diesseitigen Leben zu. Und sie entfernen sich weiter von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie vertiefen sich immer näher noch mehr im diesseitigen Leben. Allah sagt, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Also die Abrechnung für die Menschen drückt immer näher. Aber wie ist die Lage der Menschen, ja Allah? Was sagt Allah über die Menschen? Aber sie befinden sich immer noch in Unachtsamkeit. Sie wenden sich ab, unachtsam ab von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sind ertrunken im diesseitigen Leben. Sie haben von einem Glas getrunken, a'udhu billah, namens Dunya. So dass sie alle a'udhu billah, sich im Rausch befinden von dieser Dunya. Und sie wachen vielleicht erst auf, wenn sie sterben, wie Sayyidina Ali radiallahu anhu sagt, die Menschen sind unachtsam. Wenn sie sterben, wachen sie erst auf. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns mit dem Jenseits beschäftigen, versuchen immer uns zu treffen. Wir gehen zu Gelehrten, wir gehen die Menschen, die Wissen haben, wenn wir kein Wissen haben. Wir sitzen mit denen, wir hören, was sie sagen, wir schreiben auf, was sie sagen. Damit unser Iman sich verbessert. Damit uns für den Tag vorbereiten, liebe Geschwister, der Tag wird kommen, ob du willst oder nicht. Ob du versuchst, dich von diesem Tag abzulenken. Denn viele versuchen durch Dunya Beschäftigung sich abzulenken vom Tod. Die wollen vom Tod nichts hören. Egal, lauf so viel du willst. Der Tod wird dich überholen. Du wirst sterben. Wann weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala? La ilaha illallah. Also die großen Zeichen Wunder sind 10. Hudhayfa ibn Usayd al-Ghifari radiyallahu anhu sagte, während wir uns ermahnten, erblickte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam und fragte uns, worüber spricht ihr? Wir antworteten über die Stunde. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Stunde wird nicht eintreffen, bevor ihr nicht 10 Ayat, 10 Wunder, große Zeichen sieht. Er erwähnte den Rauch, der Lügen-Messias al-Dajjal, das sprechende Tier, das Aufgehen der Sonne vom Westen, die Rückkehr Isas alaihi salam, Ya'juj, Ya'juj, das sind Gog und Magog, 3 Erdrutsche, 1 im Osten, 1 im Westen und 1 in der arabischen Halbinsel. Dann das Ausbrechen eines Feuers in Jemen, welche die Menschheit am Versammlungsort versammeln wird. Überliefert in Sahih Muslim und überliefert auch von Imam Ahmad Rahimahullah. Das sind die 10 Zeichen. Ich habe ein Buch gelesen, auf Deutsch übersetzt, haben die übersetzt, wo sie geschrieben haben, die 10 Zeichen sind Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi, das ist der Kalif, der letzte Kalif, der noch kommen wird, inshallah, der gehört zu der Familie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Nachkommenschaft von Fatima radiallahu anha. Die haben die 2 noch dazu gefügt und die haben gesagt, die gehören zu den großen Zeichen. Dann haben sie 3 ausgelassen, diese 3 Erdrutsche im Osten, im Westen und arabische Halbinsel ausgelassen. Wir gehen nach Hadith und nach Koran und Sunnah, alhamdulillah. Und dieser Hadith ist ein Hadith Sahih. Das heißt, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Al-Mahdi gehören nicht zu den großen Zeichen. Gehören nicht zu den großen Zeichen. Sondern hätte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sie erwähnt zu den großen 10 Zeichen, die noch kommen werden. Also große Wunder, die noch kommen werden. Sag, heute werden wir nicht über die großen Zeichen, inshallah, sprechen, sondern über die kleinen Zeichen sprechen, welche das Eintreffen der großen Zeichen ankündigen. Der Grund, warum wir über sie sprechen, sagen die Gelehrten, weil wir an die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Das sind Überlieferungen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daran glauben wir, deswegen erwähnen wir sie auch. Der zweite Grund ist, es stärkt den Glauben und die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er saß in der Wüste damals. Vor 1427 Jahren ungefähr. Da gab es keine Technik, kein Fahrrad, kein Auto, kein Radio, kein Fernseher, kein Satellit, kein Nachrichtensender. Gab es alles nicht. Er sitzt in der Wüste, bekommt die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala und verkündet damals, obwohl er in der Wüste ist, über das, was heute geschieht. Das, was wir mit unseren Augen sehen. Das, was wir mit unseren Augen sehen, das, was wir täglich erleben. Wie kann es sein, dass die Liebe nicht zu diesem Propheten Muhammad sallam wächst? Wenn ich sowas höre, dass er sowas überliefert, alayhi salatu wassalam, zeigt die Großartigkeit dieses Propheten. Und das stärkt die Liebe in unsere Herzen gegenüber unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Liebe ist nicht sage, ich liebe dich, ja Rasulallah, einfach so mit meinem Mund, sondern ich versuche, alayhi salatu wassalam, ihm zu folgen in der Art und Weise, wie er gelebt hat. Ich versuche mit meiner Kraft, mit meiner Macht, ich schwitze dafür und versuche so zu sein, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte, dass wir so sein sollen. Dass wir uns bewegen, bemühen, anstrengen, inshallah, gute Menschen zu sein. Ein Vorbild für die Menschheit, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damals war ein Vorbild für die Menschheit. So stark war sein Charakter, alaihi salatu wassalam, so dass er mit seinem Verhalten allein Wut, Hass zu Liebe verwandelt hat. Hat nicht viel gesprochen, manchmal sallallahu alaihi wasallam, um jemanden zum Islam zu bringen, sondern sein Verhalten allein hat genügt, alaihi salatu wassalam.
Heute die Ummah behauptet, sie lieben Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt im Koran, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, wem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sprich, wenn ihr wahrhaftig Allah liebt, dann folgt mir, so folgt den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dann wird euch Allah lieben und eure Sünden vergeben. Das ist, wenn wir ihm folgen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er gelebt hat, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, alleine wir die Liebe Allah und unsere Sünden, inshaAllah, werden vergeben und getilgt, bi'idhnillah jalla fi'ala. Und das ist was, was wir suchen. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass Allah uns liebt. Es genügt nicht, dass du sagst, ich liebe Allah. Woher willst du wissen, ob Allah dich liebt? Das ist das Wichtigste, dass du weißt, dass Allah dich liebt. Wie erkenne ich, dass Allah mich liebt? Hier zeigt uns Allah, folgt Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Art, wie er gelebt hat. In seiner Handlung, alaihi salatu wassalam. Dann wird Allah euch lieben. Dann wird Allah, wird jemand bestrafen in Jahannam, wenn er ihn liebt. Ich erwähne kurz die Geschichte, wo Sahaba radiallahu anhum mit Rasulullah unterwegs war. Rasulullah sieht, wie eine Frau sucht nach ihrem Sohn, wie verrückt, besorgt. Weil es Feuer, das war, hat Feuer gebrannt, die Frau sucht, wie verrückt, macht sich Sorgen um ihren Sohn. Vielleicht verbrennt er sich der Arm. Subhanallah, Rasulullah schaut hin und guckt. Wenn die Frau findet ihren Sohn, das Erste, was sie macht, sie packt den Sohn und hält ihn auf ihre Brust so fest. Beweist, dass sie ihn liebt. Dass sie sich Sorgen um ihn gemacht hat. Sie hat Angst, dass er sich verbrennt. Es zeichnet, dass die Frau die Gnade im Herzen hat, Barmherzigkeit. Rasulullah sagt, sieht ihr diese Frau? Wird diese Frau ihr Sohn in Feuer schmeißen? Sagt, nein, ja Rasulallah. Sagt, bei Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger zu seinen Dienern als die mit ihrem Sohn. Als die zu ihrem Sohn. So viel ist Rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen müssen wir versuchen, die Liebe Allah zu erlangen. So das, wir erlangen dann, wie weiß es Allah nicht liebt? Ich muss das lieben, was Allah liebt. Und das hassen, was Allah hasst. Das lassen, was Allah gesagt, lass es abdi. Und das machen, was Allah mir befohlen hat zu machen. Ganz einfach. Versuch nicht, die Grenzen zu überschreiten. Wenn du Sünde begehst, kehr räume dich zurück. Weine vor Allah. Niemand soll dich sehen. Nicht du weinst von den Menschen, mashallah, du weinst, mashallah, stundenlang, aber allein zu Hause. Wenn Allah dich sieht und wo keiner dich sieht, bist vor dem Fernseher, du machst, was du willst, Allah. Das ist kein Beweis, dass du ein wahrer Diener bist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Sag wie heute, bi idhnillah subhanahu wa ta'ala, wir werden nicht über die großen Zeichen reden. Also der Grund, warum wir diesen kleinen Zeichen erwähnen, weil wir glauben an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Überlieferung. Er stärkt den Glauben und die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und damit wir uns der Gehorsamkeit gegenüber Allah mehr anstrengen, die Sünden unterlassen, damit wir eifrig nach Reue streben, damit wir uns für den letzten Tag ernsthaft vorbereiten. Und sehr wichtig, es erweckt in uns die Erwartung nach den großen Zeichen, denn es hätte sonst keinen Sinn und keinen Nutzen gegeben, die kleinen Zeichen Vorzeichen der Stunde zu nennen, wenn dessen Erscheinung nicht eine Ankündigung für den Beginn der großen Zeichen wäre. Das Ermahnen durch das Erwähnen der Stunde und ihre Zeichen ist keine Erneuerung und keine tadelswerte Handlung und es ist keine Bildung der Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung. Das heißt, durch diese Sitzung, wenn wir hören, Yawm al-Qiyamah ist nah, die Stunde ist nah, und die Zeichen sind fast alle da, die kleinen beispielsweise. Es ist nicht der Sinn davon, von dieser Sitzung, dass die Menschen hören, sind so hoffnungslos geworden, bald geht diese Welt zu Ende, ich brauche sowieso nicht mehr zu handeln, A'udhu Billah, es bringt ja sowieso nicht mehr, ich bin ein Sündiger. Nein, das ist nicht der Sinn davon, so darf man das nicht falsch verstehen. Zum Gegenteil, das ist ein Antrieb, das ist ein Ansporn, damit wir uns bewegen, inshallah, mehr anstrengen für den Tag, mehr vorbereiten für den Tag. Wenn ich erkenne, der Gefahr, den Gefahr kommt näher, ich bereite mich vor. Denn du kannst dich vielleicht so verschiedene Gefahren weglaufen, aber vor diesen Gefahren kannst du nicht weglaufen. Du musst dich dafür vorbereiten. Also der Sinn der Sitzung ist nicht, dass die Menschen hoffnungslos werden oder verzweifelt sind. Denn ein Mu'min, wenn er sowas hört, er strebt eifriger hinter dem Jenseits her, nach dem Jenseits her. Und versucht ein besserer Diener zu sein. Ein wahrhaftiger Diener zu sein. Er versucht seinen Fehler zu verbessern, sich zu verändern, seine Eigenschaften zu verbessern. Er versucht durch seine Handlungen, inshallah Rabbil Alamin, Allah näher zu kommen. Denn das ist der Sinn des Lebens. Wie komme ich Allah näher, subhanahu wa ta'ala? Nicht, wie komme ich den Menschen näher? Denn wenn ich Allah finde, habe ich alles gefunden. Und wenn ich Allah verloren habe, ich habe alles verloren. Und wenn die ganze Menschheit an deiner Seite sind, wenn die ganze Menschheit an deiner Seite sind, und du bist mitten drin, ja, und alle loben dich, und alle lieben dich, aber wenn Allah dich nicht liebt, Wallah, du wirst dich einsam mitten drin fühlen. Mittendrin fühlst du dich einsam und nicht keine Geborgenheit. Trauer, Angst, Unglück, Sorgen, Kummer. Weil du Allah nicht gefunden hast. Finde Allah, du findest alles. Entgeht dir Allah, entgeht dir alles auf dieser Welt. Dir entgeht das ganze Glück dieser Welt im Diesseits und im Jenseits. Deswegen das Ziel des Lebens, Brüder,
dass wir Allah finden, den Weg zu Allah erkennen, den Weg gehen, anstrengen, eilen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Durch das Gedenken Allah, Koran-Rezitation, Studieren vom Koran, zu Gelehrten sehen, Sitzungen, Amanuskreise, nachts beten, besonders die Pflichtgebete einhalten, nicht vergessen, versuchen zur Moschee zu gehen, freitags, Alhamdulillah, die Khutbah vom Freitag hingehen, erster Reihe sitzen, zuhören, was der Gelehrte sagt, auch wenn ich manchmal kein Deutsch verstehe und kein Arabisch verstehe, trotzdem ich setze mich und ich bekomme meine Belohnung. Vielleicht belohnt mich Allah subhanahu wa ta'ala mehr, weil ich mich anstrenge, trotzdem, obwohl ich nicht höre, ich gehe hin, Alhamdulillah, ich wasche mich vor dem Gebet, ich parfümiere mich, Alhamdulillah, ich versuche alles zu tun, was Allah liebt, subhanahu wa ta'ala, um Allah näher zu kommen. Denn das lohnt sich, denn dafür bekommst du das ewige, die ewige Wonne bei Allah, ewige Paradies, ewige Jugend, ewige Schönheit, kein Kopfschmerzen, kein Stress, kein Geschrei, nichts mehr, keine Sorgen, kein Arbeitsamt, kein Arbeiten gehen, keine Schule, keine Uni, keine Prüfungen mehr, kein Zahnschmerzen, gar nichts mehr, sondern Glück für die Ewigkeit. Du bist glücklich für die Ewigkeit. Manche sagen, ja, was ist, wenn es langweilig wird im Jannah? Das Wort langweilig existiert gar nicht mehr. Das Wort langweilig existiert gar nicht mehr. Denn die Muslimen werden halt ganz anderen Gefühl haben. Allah ersetzt diese Langeweile und Sorgen. Allah befreit die Seele von all dem und schenkt den Menschen im Inneren, dieses Menschen im Paradies, die ewige Glückseligkeit. Du empfindest ewige Glückseligkeit, die nie enden wird. Und es gibt sogar keinen Tod. Und es gibt keinen Schlaf im Jannah. Viele sagen, ja, was ist, wenn ich müde werde? Denn es gibt keine Müdigkeit im Jannah. Etwas Arbeit, paar Jahre Arbeit in diesem Leben. Und du bekommst ewige Jannah, ewige Paradies. Bei Allah, Jalla fi Allah. Das Aman durch das Erwähnen der Stunde ist keine Erneuerung und keine tadelnswerte Handlung. Es ist keine Bildung der Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung. Es ist eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten radiyallahu anhum. Der Beweis für diese Aussage ist die oben bereits genannte Überlieferung von Hudhayfa radiyallahu anhum, in welcher der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie fragte, worüber sie sprachen. Sie antworteten ihm über die Stunde. Er verbat ihnen dieses nicht, sondern er, alaihi salatu wassalam, vermehrte ihr Wissen darüber, indem er sagte, manche ihrer Zeichen erwähnte, alaihi salatu wassalam. Das heißt, er hat nicht verboten, sagt, wie ihr redet über die Stunde, was macht ihr, das ist eine Bidda oder keine Ahnung. Weil es gibt leider Muslime, die sagen, nein, man darf das nicht erwähnen. Wenn Rasulullah damals 2427 das erwähnt hat und ermahnt hat, die Gefährten ermahnt hat, ja, also sind jetzt 1427 Jahre vorbei. Wieso sollten wir uns nicht ermahnen, obwohl wir näher zu der Stunde sind als sie? Welche Begründung? Wir ermahnen uns vor Menschen. Wir machen die Menschen Angst vor Menschen. Aber wir dürfen die Menschen nicht ermahnen, damit sie Angst haben vor Allah. Also keiner hier kann es beweisen oder sagen, das ist eine Erneuerung, wal'iyadu billah. Sondern hier ist der Hadith, Rasulullah selber sprach über die Stunde. Sonst, woher haben wir die ganze Überlieferung? Allahu Akbar. Also wie gesagt, als Rasulullah sie gefragt hat, worüber sie sprechen, sie antworten über die Stunde. Rasulullah hat nicht verboten, Ali, sondern er hat deren Wissen vermehrt, indem er noch mehr Wissen die Sahaba geschenkt hat, über die Zeichen der Stunde. Um sie vorzubereiten für die Stunde. Guck mal, Sahaba hatten so viel Wissen wie Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Er saß einmal so, hat sich zurückgelehnt, plötzlich ein Mann kommt und rennt, ja, Anas ibn Malik, die Stunde ist eingetroffen, Yawm al-Qiyamah. Anas ibn Malik hat sich zurückgelehnt, plötzlich ist er, hat sich erschrocken. Dann Anas ibn Malik sagt zu dem Mann, nein, bleib ruhig, es ist nicht die Stunde. Die Stunde wird erst kommen, wenn das und das und das geschehen wird. Darüber werden wir noch reden, eben nach Islam. Das heißt, guck mal, das Wissen, wie wichtig ist das Wissen im Islam. Sagt, rote Winde, alles ibn Malik. Das heißt, wie Tornado beispielsweise. Tornado. Der Mann kannte sowas nicht. Ja, Yawm al-Qiyam ist vorbei. Aber guck mal, das Herz von diesem Mann, wie viel Angst er hatte vor Yawm al-Qiyam. Ja? Obwohl er noch ein bisschen weit weg von Yawm al-Qiyam war. Und die Stärke des Wissens von Anas ibn Malik, der drittbeste Überlieferer im Islam. Er war der Bedienste von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Mutter hat ihn sofort genommen zu Rasulullah. Hier, Rasulullah, soll ich bedienen, ja, Rasulullah. Er war als Bedienstete von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine kluge Mutter. Die weiß, wie sie mit ihrem Sohn umgeht. Welche Frau heute nimmt den Sohn und sagt, hier, geh zum Gelehrten, begleite den Gelehrten den ganzen Tag, hör dir an, was der Gelehrte sagt. Heute sehe ich viele Eltern, leider, traurigerweise, sie schlagen die Kinder für die Schule, weil er Mathe nicht richtig gut gemacht hat. Ja, wird diese Mathe ihn im Qabr nutzen? Werden die Malaika sagen, wie viel 1 plus 2 sind? Oder werden sie sagen, man huwa rabbuk? Wa ma huwa dinuk? Wa man dhalika ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
Welche Fragen werden sie gestellt? Schlagen doch dafür, wenn er nicht betet. Schlagen doch dafür, wenn er Sünden begeht, um ihn klar zu machen des Harams. Nehmen zu Gelehrten, damit er lernt. Gib Geld aus, damit er ein Gelehrter wird. Gib Geld aus, damit er Koran auswendig lernt. Streng dich an, damit er tugendhafter Diener wird, der dir nach deinem Tod nutzen kann. Aber schlage nicht für diese Mathematikarbeit, der Arme. Denn Allah hat uns nicht befohlen, Mathe zu lernen. Allah hat uns befohlen, tugendhaft zu sein. Allah hat uns befohlen, ihn zu fürchten, ihn zu lieben. Sehnsucht nach Allah subhanahu wa ta'ala zu haben, Jalla fa. Für das Paradies zu arbeiten. Ich sage nicht, dass man nicht zur Schule geht. Nicht, weil nur viele Leute kenne ich, ah, der Muhammad, Allah hadi. Er sagt, man, Schule ist nicht gut. Ich habe es nie gesagt. Ich habe nur gesagt, das ist nicht der Sinn des Lebens. Und das ist es nicht wert, um dafür meinen Sohn zu schlagen. Um meine Tochter zu schlagen. Es ist es nicht wert. Ich schlage für die Gebete, wenn es sein muss. Denn es ist eine Empfehlung vom Propheten Muhammad sonst. Aber nicht schlagen, dass er blutet, ja. Nein, das haben wir nicht gesagt. Ha? Schlagen ein bisschen, um ihn klar zu machen, dass das, was du machst, falsch ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, inshallah, für Fehler, inshallah. Es ist Sunna, die Unachtsamen aufmerksam zu machen, sie ans Jenseits zu erinnern, deren Vorhaben zu stärken und ihre Entschlossenheit anzutreiben, besonders in unserer Zeit. Besonders in unserer Zeit, wo die Versuchung, la'yadu billah, sich überall ausgebreitet hat. Sogar in islamischen Ländern, sogar in heiligen Orten, in heiligen Orten und heiligen Moscheen findest du Versuchen, a'udhu billah, die nicht auszuhalten sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. La ilaha illallah. Deswegen, bi'idhni Allah subhanahu wa ta'ala, beginnen wir jetzt inshallah über die Zeichen zu reden. Die Zeichen, die welche am Anfang des Islams aufgetreten sind, während der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba und Tabi'in radiyallahu anhum. Die erste Zeichen ist die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Herabsendung und das Eintreffen der Stunde sind so nah wie die zwei. Dabei brachte er sallallahu alaihi wasallam seinen Zeige- und Mittelfinger zusammen, um ihre Nähe zueinander zu zeigen. Überliefert von Bukhari, Muslim und Imam Ahmed sind Hadith Sahih. Ich wiederhole den Hadith, denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wiederholte die Hadith, damit jeder das verstehen kann. Abu Huraira radiyallahu an berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Herabsendung und das Eintreffen der Stunde sind so nah wie die zwei. Dabei brachte er sallallahu alaihi wasallam seinen Zeiger und Mittelfinger zusammen, um ihre Nähe zueinander zu zeigen, überliefert von Bukhari, Muslim und Imam Ahmed. Das ist eine sahihe Überlieferung. Buraida radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich wurde nahe der Stunde gesandt. Ich wurde nahe der Stunde gesandt und beinahe wäre sie mir zuvor gekommen. Und beinahe wäre sie mir zuvor gekommen, überliefert von Imam Ahmed und At-Tabari ist ein Hadith Hassan. Ich wiederhole den Hadith. Buraida radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich wurde nahe der Stunde gesandt und beinahe wäre sie mir zuvor gekommen. Die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist das erste Zeichen des jüngsten Tages. Sein Erscheinen auf dieser Welt, auf dem diesseitigen Leben, ist eine Ankündigung für das nahestehende Ende des diesseitigen Lebens und den Beginn des jüngsten Tages. Seit der Herabsendung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bleibt nur noch wenig vom Alter des diesseitigen Lebens übrig, im Gegensatz zu dem, was bereits vergangen ist. Abdullah ibn Umar überlieferte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, vom Diesseits ist für meine Umma so viel übrig geblieben, wie wenn man Asr gebetet hat, das Spätnachmittag gebetet hat. Das heißt, der Islam, im Islam ist es so, der Tag endet mit dem Sonnenuntergang. Das heißt, und beginnt nach dem Sonnenuntergang. Das heißt, folgt mir ein bisschen, inshallah. Wir beten Maghrib, also Sonne ist untergegangen, wir haben das Gebet verrüstet, Maghrib-Gebet. Danach beten wir Isha, das heißt, die Strecke zwischen Maghrib und Isha ist schon vorbei. Dann von Isha bis Fajr, ist auch eine lange Zeit. Dann beten wir Fajr. Und dann von Fajr bis Dhuhr, haben wir Fajr gebetet, dann von Fajr bis Dhuhr, ist auch vorbei die Zeit. Dann beten wir Dhuhr. Dann von Dhuhr bis Asr, ist auch die Zeit dann vorbei, wenn wir Asr gebeten. Also von Dunya ist die letzte Episode geblieben. Wie von Asr bis Maghrib Gebet. So viel ist übrig geblieben. Nicht mehr viel von dieser Dunya. Und viele Menschen leider sehen das noch, mashallah. Es wird tausende von Jahren, sagen sie, es wird noch dort. Das weiß nur Allah. Aber die Zeichen verkünden was ganz anderes. Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala.
Jesus wiederholt den Hadith, also der Gesandte Abdullah ibn Umar überlieferte, dass der Prophet sagte, von diesseits ist für meine Umma so viel übrig geblieben, wie wenn man Asr gebetet hat, der Spätnachmittag gebetet hat, und im Islam endet der Tag mit dem Sonnenuntergang. Ibn Umar überliefert, radiyallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, euer Aufenthalt im diesseitigen Leben ist von der Länge vergleichbar mit der Länge zwischen Asr, Spätnachmittag Gebet, und dem Sonnenuntergang, im Gegensatz zur Länge des Aufenthalts der vergangenen Völker. In Sahih Bukhari. Das heißt, unsere Zeit, noch, die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Zeit, die sie lebt, ist wie von Asr bis Sonnenuntergang. Gegenüber anderen Völkern. Das heißt, das, was wir erwähnt haben, von Maghrib bis zum nächsten Asr-Gebet, die ganze Strecke ist schon vorbei. Die Menschen damals haben tausende von Jahren gelebt, 500 Jahre gelebt, ja? Hunderte von Jahren gelebt. Heute leben wir 76 Jahre, mashallah. Das heißt, es ist nicht mehr viel für diese Dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macht Sahaba enthaltsam. Er lehrt sie, keine lange Lebenserwartung zu haben. Heute die Umma wurde von dieser Krankheit leider betroffen. Das ist eine giftige Krankheit. Das ist ein Gift von Iblis, Adullah, A'udhu Billahi Min. Ein Gift, der die Muslimin heute getroffen hat. Lange Lebenserwartung. Tulul Amal. Wir hoffen, lange zu leben. Alles, was Allah spricht im Koran, ist noch Zeit. Warum soll ich heute beten? Warum soll ich heute Muslim werden? Warum soll ich fasten? Warum soll ich heute Hajj machen? Ich bin noch zu jung, mashallah. Ich bin noch stark. Ich kann jegliche Art von Sünde begehen. Warum? Wieso? Weshalb? Und wie viele junge Menschen? Wie viele Neugeborene? Die Eltern freuen sich über diese Geburt. Am nächsten Tag haben sie mit eigener Hand begraben. Wie viele? Ich habe selber sowas oft erlebt. Brüder, er freut sich über seinen Sohn und bereitet sich, mashallah, um diese Aqiqa zu machen. Dieses Fest im Islam zu machen, zu schlachten für ihn, Brüder einzuladen, mashallah, und Essen auszugeben. Das ist Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am nächsten Tag muss er ihn beerdigen. Denn der Engel des Todes hat einen Auftrag von Allah bekommen, subhanahu wa ta'ala. Und dieser Auftrag ist unabhängig vom Alter. Wie viele Neuverheiratete, in die gleiche Nacht, wo sie geheiratet haben, in die gleiche Nacht sind sie beide im Grab durch einen Unfall. Oft sehen wir das in Nachrichten. Alhamdulillah, dass Allah subhanahu diese Medien erschaffen hat. Denn der Muslim muss auch diese Medien, von diesen Medien profitieren, nur das Gute davon profitieren. Du guckst eine Nachricht an, warum guckst du nach, wenn du hörst Katastrophe da und Katastrophe da? Das sind Zeichen für dich, du musst eine Lehre daraus ziehen. Der Tod kennt keine Zeit. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat die Zeit des Todes für uns, unsere Frist, ist in Verborgenheit geblieben. Keiner weiß es. Warum? Damit jeder in Bereitschaft steht, falls der Tod ihn überrascht. Plötzlich. Deswegen der Muslim, wie ein Shaykh al-Balkhi sagt, ein Tabi'i, hat gesagt, O Sohn Adam, bereite dich für den Tod vor. Bereite dich für den Tod vor. Bevor der Tod dich überrascht, dann wirst du laut rufen, Rabbi irji'un. Rabbi, sende mich zurück. Lass mich zurückkehren in die Zeit. Was will er? Was hat er vor? Warum will er zurück? Um arbeiten zu gehen? Um Geld zu sparen? Um seinen Bauch zu füllen, um seinen Muskel zu trainieren, um sich um seine Haare, schöne Haare zu machen, wie viele heute, deren einzige Sorge ist sein Haar, wie lange und wie kurz sie sind. Um Karriere zu machen, Allah al-Azim, sein einziger Wunsch, Allah anzubeten bis zum Tod. Und nachdem er die Wahrheit gesehen hat, er ist bereit, im Sujud sich niederzuwerfen vor Allah, bis er stirbt, weil er die Wahrheit gesehen hat. Weil er gesehen hat, was ihm erwartet. Man muss sich für den Tod vorbereiten, bevor es zu spät ist. Eine Eigenschaft, die Allah liebt, ist kurze Lebenserwartung. Kurze Lebenserwartung. Denn unsere Seele, liebe Brüder, wissen, sie ist in Hand von Allah. Ich erinnere mich an einen Tabi'i, subhanallah, besucht einen Bruder im Islam und klopft, dann kommt die Jariya raus, die Sklaven quasi, die da arbeitet, kommt raus und sagt ihr, wer ist denn? Sagt ihr, ich bin Fulan ibn Fulan. Er hat seinen Namen genannt, ich habe leider den Namen vergessen. Und er hat zu ihm gesagt, gefragt, wo ist der, mein Bruder im Islam, wo ist der? Dann die Frau sagt, subhanallah, der ist rausgegangen. Dann fragt er, wann kommt er zurück? Dann hat sie gesagt, Subhanallah, das ist eine fromme Frau. Sagt, Subhanallah, wie kann derjenige wissen, wann er zurückkommt, dessen Seele in Hand von Allah ist? Wie viele von uns, die sagen, morgen früh geht es zur Arbeit oder zum Scheich, ich komme gleich wieder. Was ist, wenn du nicht mehr wieder zurückkommst? Und ohne Insha'Allah zu sagen, dann Wallahi al-Azim, wenn du rausgehst, kann sein, dass der Tod dich überrascht draußen, die armen Kinder und die arme Frau. Und du bist nicht bereit zu sterben. Du hast Schulden, nicht finanzielle Schulden, sondern hast Schulden bei den Dienern Allah, bei den Muslimen, die du wehgetan hast, über sie du gelästet hast. Das sind Schulden, Yawm al-Qiyamah. Du bezahlst Yawm al-Qiyamah nicht mit Geld,
sondern die einzige Währung, die gilt Yawm al-Qiyamah, sind die guten und die schlechten Taten. Und Yawm al-Qiyamah, du wirst betteln um eine einzige gute Tat. Und alle, die du geliebt hast im Dunya, und wegen sie du auch Allah vernachlässigt hast und sein Glauben, subhanahu wa ta'ala, sie werden dich im Stich lassen. Wir können dir nicht helfen. Deine Frau, die du über alles liebst, mein Schatz, ich liebe dich, und Karten schreibst du ihr, und Briefe, mashallah, und Geschenke, und wenn sie weint, weinst du mit, und wenn sie trauert, traust du mit. Und weißt du, Allah subhanahu wa ta'ala, manche Leute sind, und sagt ja, man ist über beide Ohren verliebt, man ertrinkt in der Liebe, und das ist alles Liebe, wala yadu billah, denn die wahre Liebe ist im Jannah, mashallah. Weißt du, so viel Theaterstück, mashallah. Und du hast wegen ihr, audhu billah, die Gebete vernachlässigt, weil sie traurig, weil sie ist hier einsam. Und deswegen sagt, wenn die dich so komisch guckt, so traurig wird, ist vorbei, die Gebete sind vergessen. Ich bete jetzt zu Hause, warum? Allah ist barmherzig, nur wegen deiner Frau. Und die Kinder genauso. Und dein Job und deine Arbeit. Yawm al-Qiyamah gehst du und sagt, Ikrama radiyallahu anhu ibn Abi Jahl sagt, der Mann wird zu seiner Frau hingehen. Seine Wagen, wenn seine Waagschale wird gestellt, seine guten und schlechten Taten werden gewogen. Er braucht jetzt nur eine einzige gute Tat, um gerettet zu werden. Eine einzige. Vielleicht ist sie diese Tat gewesen, an dem du Asr-Gebet verpasst hast. Oder Fajr-Gebet verpasst, wo du vom Fußballspielen vom Fernsehen guckst, der Fußballspieler. Vielleicht ist das diese Tat, die dich gerettet hätte. Vielleicht ein Lächeln im Gesicht von deinem Bruder hätte dich gerettet. Denn man darf nichts von guten Taten ignorieren im Islam oder verachten. Profitiere für deine Jugend. Dann gehst du mit deiner Frau und sagst, Schatz, weißt du noch, was ich gemacht habe, weißt du noch, ich war gut doch zu dir, ich habe dich geliebt, ich habe dir Kühlschrank gebracht, ich habe dir alles gebracht, ich habe dir alles mögliche Herd gebracht, ich habe Schulden wegen dir gemacht, Allah yahdik, und alles mögliche, und fängt an, ihr Herz weich zu kriegen. Was will er denn? Sagt ja, ich weiß, du warst ein guter Mann. Ich brauche, mein Schatz, nur eine gute Tat, damit ich gerettet werde vor dem, was ich hier sehe. Er sagt, ich liebe dich, das stimmt, du warst nett, aber ich kann dir nicht helfen, denn ich habe genauso Angst wie du. Ich habe genauso Angst wie du vor dem hier, was du selber siehst. Denn dein Sohn kann dir nicht mehr helfen. Deine Mutter kann dir nicht mehr helfen. Dein Vater kann dir nicht mehr helfen. Niemand kann dir helfen, Yawm al-Qiyamah. Außer das, was du heute vorbereitet hast für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula. Also ich wiederhole den Hadith ibn Umar radiyallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, euer Aufenthalt in Dunya ist von der Länge vergleichbar mit der Länge zwischen Asr und dem Sonnenuntergang, im Gegensatz zur Länge des Aufenthalts der vergangenen Völker. Es ist ein Hadith, besteht in Sahih Bukhari. Das Alter der Umma wird ein Ende haben. Es wird nicht ewig andauern, sondern es ist die letzte Episode vom Alter des diesseitigen Lebens, die mit der Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begonnen hat. Al-Kama al-Khida'i überlieferte, dass ein Mann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, hat der Islam ein Ende? Wird der Islam ein Ende haben? Darauf antwortete er ihm, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, mit Ja. Also mit Ja hat Rasulullah. Das heißt, es wird ein Ende haben. Der Islam wird irgendwann mal aufhören. Es wird ein Ende haben. Diese Umma wird auch ein Ende haben. Denn alles hat ein Ende. Das ist ein Hadith Sahih, überliefert von Imam Ahmad. Al-Qurtubi sagte in seinem Buch Al-Tadhkira, dass mit der Überlieferung des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, wo er gesagt hat, meine Herabsendung und das Eintreffen der Stunde ist so nah einander wie die zwei, er meint also die Annäherung des Eintreffen der Stunde gemeint ist. Die Annäherung der Stunde. So viel ist übrig geblieben. Das heißt, sie sind knapp beieinander vor. Sagt ein anderer Hadith, sie konnte mir beinahe zuvorkommen. Die Stunde wäre beinahe Rasulullah zuvor gekommen. Al-Hafidh ibn Hajar berichtete, dass Al-Dhahaq gesagt hat, ihr erstes Zeichen ist die Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Weisheit, die hinter dem Erwähnen der Vorzeichen steckt, ist die Unachtsamen zu wecken und sie anzuspornen für die Reue und damit sie sich für die Stunde vorbereiten. Das steht im Buch Fath al-Bari in Bab al-Riqab. Das war das erste Zeichen der Stunde, der Herabsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die zweite Zeichen ist die Spaltung des Mondes. Die Spaltung des Mondes. Allah sagt, اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. Im Koran steht, ungefähr Übersetzung, näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Surah 54, Vers 1. Ibn Kathir sagte, dass alle Gelehrten sich darüber einig sind, dass dieses Ereignis in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschehen ist und dass dies eine der blendesten Wunder war. Die Spaltung des Mondes wurde von Imam Ahmad
Muslim, Bukhari und viele Gelehrten erwähnt und siehe Quran Tafsir von Ibn Kathir, die Surah Al-Qamar. Die Qurayshiten baten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ihnen ein Wunder zu zeigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte mit seinem Finger auf den Mond, der sich daraufhin sofort in zwei Hälften spaltete, sodass sie den Berg Hira dazwischen sehen konnten. Ich wiederhole nochmal. Die Qurayshiten, Quraysh, baten den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ihnen ein Wunder zu zeigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte mit seinem Finger auf den Mond, der sich daraufhin sofort in zwei Hälften spaltete, sodass sie den Berg Hira dazwischen sehen konnten. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, sagte daraufhin, bezeugt jetzt, also glaubt jetzt, nachdem ihr den Zeichen gesehen habt. Aber sie entgegneten ihm, Muhammad hat uns verzaubert. Andere sagten, fragt diejenigen, die von der Reise kommen. Als man sie fragte, ob sie es auch gesehen hatten, antworteten diese mit ja, wir haben das gesehen, was ihr gesehen habt. Daraufhin sagten sie, Ada Allah, es ist eine fortdauernde Zauberei, womit Muhammad unsere Augen verzaubert hat. Allah spricht im Koran, denn nicht die Blicke sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind. Wie die Weisheit von Ibn al-Jawzi ungefähr sagt, viele Menschen, wenn sie vor einer großen Zeichnung stehen, eine schöne Zeichnung mit vielen Farben, die ein Mensch gemacht hat, ein Zeichner gezeichnet hat, die stehen vor diesen Zeichnungen und gucken erstaunt, und sie sind erstaunt über die Kraft und die Macht des Zeichners. Sag aber Subhanallah, du gehst mitten in der Macht des Schöpfers Subhanahu wa Ta'ala. Überall sind Zeichen von Allah, den Allmächtigen Jalla fi'ula, den Erhabenen Subhanahu wa Ta'ala, aber du erstaunst nicht über seine Macht, über seine Kraft Subhanahu wa Ta'ala. Dann hat ein schönes Wort einen Satz gesagt, sagt wenigstens, wenn du ihn darin nicht erkennst, an seine Zeichen nicht erkennst, dann erkenne ihn wenigstens daran, dass er dich blind gemacht hat, obwohl du sehen kannst. Dass er dich blind gemacht hat, obwohl du sehen kannst. Denn die Herzen, wenn sie blind sind, erkennen nie die Wahrheit. Die Herzen werden nie die Wahrheit erkennen, solange sie nicht aufmerksam sind. Denn Allah spricht im Koran zu den lebendigen Herzen, zu den Mu'minin. Das sind die, die lebendige Herzen haben. Das sind die, die, wenn Allah spricht, deren Herzen regen sich, deren Iman vermehrt sich, Alhamdulillah. Und sie fürchten mehr Allah. Und sie glauben noch mehr an Allah. Sie sind noch mehr überzeugt von der Wahrheit als vorher. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ein Mann namens David, hieß David Musa Biscock, glaube ich, ist ein Minister gewesen damals in England, in Großbritannien. Dieser Mann, Subhanallah, er ist jetzt der Präsident der Islamischen Partei in Großbritannien, berichtet über den Grund, aus welchem er konvertierte. Er sagte, ich habe zwei Versionen von dieser Geschichte gelesen, er hat einmal den Koran gelesen, ja, und hat Subhanallah die Surah Al-Qamar gelesen. Ja, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht, näher ist die Stunde des Gerichts gekommen und gespalten hat sich der Mond. Dann hat er geguckt und gesagt, was ist das für ein Quatsch? Dann hat er den Koran zugemacht und zur Seite geworfen. In gleicher Nacht antwortet Allah auf seine Sachen. Er macht den Fernseher auf und jetzt erzählt er selber, sagt subhanallah, ich sah mir eine Diskussion zwischen drei amerikanischen Astronauten und einigen britischen Wissenschaftlern im Fernsehen an. Die britischen Wissenschaftler fragten die Astronauten, die Amerikaner, wie viele Milliarden sie ausgegeben hatten, um zum Mond zu kommen, was sie von dort mitgebracht hatten. Einer sagte etwas spöttisch, also macht sich lustig über sie, Steine haben sie gebracht. Und stellte dann die Frage, ob diese Steine denn die Milliarden wert wären, ob diese Steine Milliarden wert wären, was sie ausgegeben hatten. Aus Angst, sich selber im Fernsehen zu blamieren, gaben sie zur Antwort, dass dies nicht der Grund gewesen sei, warum sie auf dem Mond waren. Sondern dass sie sich über ein Ereignis, welches sie erstaunt hatte, Gewissheit verschaffen wollten. Weiter berichteten sie, dass sie herausgefunden hatten, die Amerikaner, die den Islam sehr lieben, dass sie herausgefunden hatten, dass der Mond schon mal gespalten war. Milliarden haben sie dafür ausgegeben. Sie hatten nur den Koran aufzumachen, brauchen, fertig. Aber Allah subhanahu wa ta'ala benutzt die Ungläubigen selber, um seine Wahrheit zu bestätigen, Jalla fi'ala. Die sagen, also weiter berichteten sie, dass sie herausgefunden hatten, dass der Mond schon mal gespalten war, sodass die zwei Hälften weit voneinander entfernt waren. Anschließend hatten sich diese zwei Hälften wieder vereinigt. Der Beweis für diese Erkenntnis sei, dass die Bergketten, die miteinander vereint waren, sich nach der Wiedervereinigung des Mondes verschoben hatten. Das Resultat dieser Verschiebung war, dass sich die eine Hälfte des Berges mit der anderen Hälfte eines anderen Berges vereint hätte.
hatte. Dies geschah mit allen Bergen, die sich auf der Trennungslinie des Mondes befanden. Weiter hatten sich einige Bergspitzen auf den restlichen Mond voneinander entfernt. So hatten sich diese Astronauten, die an Allah nicht glauben, von dem Wunder des Propheten Muhammad s.a.w. überzeugt. Das ist ein wissenschaftlicher Beweis, der den Koran bestätigt. Diese Beweise bestätigen die Wahrheit, dass dieser Koran ist die Wahrheit. Und subhanallah, Menschen, die den Islam bekämpfen, Menschen, die sich bemühen, um den Islam zu vernichten, mit eigener Hand, Allah subhan zeigt seine Macht, dass sie selber bestätigen diese Wahrheit, so dass andere Amerikaner Muslime werden. Allah Qadir Jalla fi Ula. Das ist der zweite Zeichen im Islam. Zeichen des jüngsten Tages, die Spaltung des Mondes. Zeichen Nummer 3. Der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auf ibn Malik radiyallahu anhu überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Zähle 6 vor dem Eintreffen der Stunde. Also 6 Zeichen vor dem Eintreffen der Stunde. Mein Tod, dann die Einnahme der heiligen Stadt Al-Quds. Das ist ein Teil von einem Sahih Hadith, überliefert in Sahih Bukhari. Der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Zeichen der Stunde. Sein Tod war das schlimmste Unglück, der die Umma getroffen hat. Die Welt schien in der Zeit voller Finsternisse für die Sahaba radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu sagte, an dem Tag, an dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Medina betrat, leuchtete alles in Medina. Und als er starb, verdunkelte sich alles. Als er sallallahu alaihi wasallam Medina betrat, brachte er das Licht der Rechtleitung, die Rettung, die Wahrheit, die Reinheit, die Glückseligkeit und alles an Glauben und Wissen, was ihnen nutzen wird im Diesseits und im Jenseits, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, mit sich. Sagt, nach seinem Tod sallallahu alaihi wasallam ist die ganze Medina in Trauer und Tränen ausgebrochen. Sogar dass Bilal radiyallahu anhu noch nicht mal den Adhan, das Gebetsruf, vollenden konnte. Sayyidina Umar hat sein Schwert rausgeholt. Er sagt, derjenige, der behauptet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben, ich werde seinen Kopf schlagen mit meinem Schwert. Es war ein Schock für die Sahaba. Ein Schock. Manche haben nicht geglaubt. Einer vom Ansar hat gesagt, Ya Rab, O Allah, mach mich blind, Ya Allah, damit ich niemand mehr sehen kann nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurz danach ist er blind geworden. So sehr haben sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geliebt. Sayyidina Ali an diesem Tag konnte nicht reden und konnte sich nicht bewegen. Die Sahaba waren geschockt. Das ist das schlimmste Unglück, der diese Umma erlitten hat. Der Verlust des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er sallallahu alaihi Medina betrat, brachte er das Licht der Rechtleitung, die Rettung, die Wahrheit, die Reinheit, die Glückseligkeit und alles an Glauben und Wissen, was ihnen nutzen wird im Diesseits und im Jenseits, mit sich. Nach seinem Tod sallallahu alaihi wasallam ist die ganze Medina in Trauer und Tränen ausgebrochen. Manche haben Allah gebeten, sie blind zu machen, damit sie niemand mehr sehen können nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu dem Zeitpunkt, an dem er starb, hörte die Offenbarung auf. Al-Qurtubi sagte, dies war der erste Unglück für die Muslime. Kurz danach begann das Böse zuzunehmen und das Gute begann abzunehmen und viele Araber fielen vom Glauben ab. Wal-Iyadu Billah. Das war der dritte Zeichen des jüngsten Tages, der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zeichen Nummer 4 ist die Einnahme von Al-Quds in Jerusalem. Al-Quds, kennen viele Al-Quds. Auf ibn Malik überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zähle 6 vor dem Eintreffen der Stunde, mein Tod, dann die Einnahme der heiligen Stadt Al-Quds. Dies ist nur ein Teil der Überlieferung. In Sahih Bukhari, überliefert auch von Imam Ahmad und Tabarani. Al-Quds befindet sich in Palästina, in Scham. Dies ist der Ausgangsort der nächtlichen Himmelsreise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra und Al-Mi'raj, kennt ihr alle. Es ist die erste der beiden Qiblas, Gebetsrichtungen. Dort steht die dritte heilige Moschee nach Mekka und Medina. Al-Quds wurde von den arabischen Al-Kan'aniyun, nennt man sie, vor 5000 Jahren gegründet. Und sie nannten sie nicht Jerusalem, wie sie heute nennen, sondern Jerusalem. Im Torah steht, sie wird genannt Ur-Shalim, wird sie genannt.
Die zwei Namen, Urshalim oder Al-Quds, sind keine hebräischen Namen. Das hat mit den Juden überhaupt nichts zu tun. Sondern die haben, also es hat einen kananischen Ursprung. Das sind Al-Kanaan, das ist ein arabisches Volk gewesen. Die heilige Stadt Al-Quds wurde nach einem Friedensabmachen, ohne Kampf, von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu eingenommen, nachdem die Römer, die Kreuzzügigen, Abu Ubaidah radiallahu ibn al-Jarrah, um ein Friedensabmachen gebeten haben und sich bereit erklärt haben, die Tribut, also Al-Jizya, an die Muslimin zu zahlen. Die Römer hatten aber eine einzige Bedingung. Nur Umar ibn al-Khattab, die nennen ihn Al-Faruq. Al-Faruq, der Furchtsame, aber es hat auch eine andere Bedeutung. Al-Faruq bedeutet, der die Wahrheit von der Lüge unterscheidende, persönlich die Schlüssel von Al-Quds übernimmt. Niemand darf die Schlüssel nehmen außer Umar. Warum? Wie es in deren Schriften steht, in deren Schriften steht, dass Al-Faruq wird die Schlüssel übernehmen. In deren Schriften steht genau ungefähr Übersetzung, freudig Urshalim, Al-Faruq wird kommen, also der, der die Wahrheit von der Lüge unterscheidende, wird kommen und dich von dem reinigen, was in dir ist. Das Wort von dem reinigen. Das heißt, sie geben deren Bücher selber zu, dass sie Abschaum sind. Dass sie Abschaum sind und man muss diese Stadt von diesem Abschaum reinigen. Und das steht in deren Büchern. Aber das ist ein Volk, der bekannt ist, dass die Wahrheit immer verdeckt bleibt. Die Wahrheit muss verdeckt bleiben, darf nicht ans Licht kommen, aber die Wahrheit wird kommen, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula. Und das steht im Buch Tariq al-Tabari, das ist ein Gelehrter, der Tafsir al-Quran auch gemacht hat. Umar radiallahu anhu stieg auf seinem Maultier und die Sonne strahlte auf seine Glatze. Er hat keine Imama, kein Qulumsu und nichts auf dem Kopf gehabt. Die Sonne, er wird genauso beschrieben, begleitet von einem Diener und machte sich auf den Al-Quds mit Würde einzunehmen. Mit Würde, mit Izza. Ja, Diener, sagt Umar, kommt, nimm die Schlüssel. Mit einem Bediensteten geht er nicht, subhanallah. Heute Armeen, Tayarat, Sawarich, Flugzeuge, was hat das gebracht? Die Umma liegt, A'udhu Billah, mitten im Matsch drin. Ja, weil wir keinen richtigen Iman haben. Weil wir nicht den Iman haben, was sie damals hatten. Denn Allah verlangt von uns eine bestimmte Menge von Iman, damit er uns rettet, damit er uns hilft, damit er uns verteidigt und unterstützt, subhanahu wa ta'ala, wie er Sahaba, radiyallahu anhum, geholfen hat. Sagt, um die heilige Stadt Al-Quds mit Würde einzunehmen. Und so wurde Al-Quds von Umar übernommen. Und damit war die vierte Zeichen bewahrheitet. Al-Quds, also Al-Quds Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, die Stadt, diese heilige Stadt, wurde im Jahr 1098 von den Kreuzzügigen erobert. Dann wurde sie von dem bekannten Helden im Islam, Salah ad-Din al-Ayyubi, befreit. Im Jahr 1187 wurde sie von dem König Al-Kamil an die Kreuzzügigen übergeben. Dann war sie vom König An-Nasir Al-Ayyubi wieder eingenommen im Jahr 1239. Und wieder wurde sie an den Kreuzzügigen übergeben im Jahre 1243. Ein Jahr danach wurde sie wieder vom König As-Salih Ayyub zurückerobert. Im Jahr 1967, das ist ein bekanntes Jahr für die Muslimin, war sie von den Juden erobert. Im Jahr 1967 wurde sie von den Juden erobert. Dann wird die letzte Einnahme über die Hände von den letzten Kalifen stattfinden. Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, der letzte Khalifa, der noch kommen wird. Dessen Erscheinung nicht mehr weit ist. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das war die vierte Zeichen, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ich habe versucht, alles in Zusammenfassung zu bringen, damit es nicht zu lang wird. Und diese Informationen genügen, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Zeichen Nummer 5. Die Vermehrung der Reichtümer. Zeichen des jüngsten Tages Nummer 5. Die Vermehrung der Reichtümer. Abu Huraira radiallahu an berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis sich die Reichtümer unter euch so vermehrt haben, dass ihr im Überfluss lebt und bis der Wohlhabende Sorge dafür trägt, ob jemand seine milde Gabe empfangen kann. Sogar bis er diese anbietet und derjenige, dem es angeboten wird, wird sagen, ich habe kein Verlangen danach. Überliefert von Bukhari, Hadith Nummer 1412.
Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis sich die Reichtümer unter euch so vermehrt haben, dass ihr im Überfluss lebt und bis der Wohlhabende Sorge dafür trägt, ob jemand seine milde Gabe empfangen kann, sogar bis er diese anbietet und derjenige, dem es angeboten wird, wird sagen, ich habe kein Verlangen danach. Haritha ibn Wahab radiyallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, spendet, denn es wird eine Zeit auf euch zukommen, in der der Mensch mit seinen Spenden umhergeht und zu dessen Abgabe kein Empfänger empfindet. Also kein Empfänger findet. Man wird zu ihm sagen, wärst du gestern gekommen, hätte ich es von dir angenommen. Heute aber habe ich es nicht mehr nötig. Überliefert in Bukhari, in Sahih Bukhari, Hadith Nummer 1411. Ich wiederhole den Hadith. Haritha ibn Wahab, radiyallahu anhu, sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, spendet, denn es wird eine Zeit auf euch zukommen, in der der Mensch mit seinen Spenden umhergeht und zu dessen Abgabe keinen Empfänger findet. Man wird zu ihm sagen, wärst du gestern gekommen, hätte ich es von dir angenommen, heute habe ich es nicht mehr nötig. Abu Musa radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird bestimmt auf die Menschen eine Zeit kommen, in der eine mit seiner Spende aus Gold umhergeht und keinen findet, der diese von ihm annimmt. Und der Mann wird gesehen, wie 40 Frauen ihm folgen, die Schutz bei ihm suchen, und zwar wegen der geringen Zahl der Männer und der Vielzahl der Frauen. Ich wiederhole den Hadith. Das ist ein Hadith Sahih in Sahih Bukhari, Hadith Nummer 1414. Abu Musa radiyallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird bestimmt auf die Menschen eine Zeit kommen, in der eine mit einer Spende aus Gold umhergeht und keinen findet, der diese von ihm annimmt. Und der Mann wird gesehen, wie 40 Frauen ihm folgen, die Schutz bei ihm suchen, und zwar wegen der geringen Zahl der Männer und der Vielzahl der Frauen. Manche Gelehrten sagen, es kann ein großer Krieg der Grund sein, warum viele Männer sterben werden, und so wird der Zahl der Frauen sich vermehren, bis zu 40 pro ein Mann. Und es gibt andere Sachen, die ich jetzt nicht gern erwähne, wissenschaftliche Beweise, das werden wir ein anderes Mal erwähnen, inshallah, Rabbil Alamin. Die Prophezeiung hat sich in der islamischen Geschichte, insbesondere in der Zeit der Sahaba radiyallahu anhum, durch das, was sie erbeutet haben in den Schlachten gegen die Römer und die Perser und in der Zeit der fünften Khalifen Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bewahrheitet. Durch den Segen seiner Gerechtigkeit in seiner Zeit bietet der Mann seine Spende an, aber keiner nahm sie an, weil Umar radiyallahu anhu, Umar ibn Abdul Aziz, die Menschen bereicherte, sodass keiner mehr es nötig hatte. Umar ibn Abdul Aziz war ein sehr gerechter Kalif. So subhanallah in seiner Zeit, dass die Wölfe haben auf die Schafe aufgepasst. Nicht mehr die Hunde, sondern Wölfe haben auf die Schafen aufgepasst, subhanallah. Bis ein Schafhirte einmal gesehen hat, wie ein Löwe, ein Wolf, den Schaf angegriffen hat, dann hat er gesagt, Umar ibn Abdul Aziz ist gestorben. Umar ibn Abdul Aziz ist gestorben. Ein gerechter Mann, ein gerechter Herrscher gewesen, ein gerechter Führer. Dies wird sich wiederholen in der Endzeit des diesseitigen Lebens, in der Zeit von Al-Mahdi und der Prophet Isa a.s., wenn die Erde ihre Schätze herausgibt. In der Zeit wird wieder die Gerechtigkeit herrschen und die Gerechtigkeit in Zeit von Al-Mahdi, dieser Al-Mahdi, wenn er kommt, er wird die Erde füllen mit Gerechtigkeit, wie sie mit Ungerechtigkeit, a'udhu billah, und Unterdrückung gefüllt war. Und viele sagen, dass Al-Mahdi kommen wird, wenn die Umma zurückgekehrt ist zum Islam. In Hadith Rasul ungefähr, der letzte Teil von Hadith, er sagt, Al-Mahdi wird mitten in der Versuchung kommen. Mitten in der Versuchung kommen, wie Sheikh Muhammad Hassan hat gesagt, kann sein, plötzlich am nächsten Tag im Fernsehen hörst du, ein Mann namens Muhammad ibn Abdullah ist in Hajj ausgekommen. Es kann passieren. Plötzlich, heute auf morgen. Von heute auf morgen kann es passieren, dass wir hören, Al-Mahdi ist da. Und es gibt viele Hadithe von Rasulullah, die sahih sind. Und ich habe gesagt, über Al-Mahdi werden wir inshallah ein ganzes Kapitel nehmen, inshallah mehrere Wochen, mit allen Hadith sahih, inshallah, über Al-Mahdi, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Weil viele Menschen leider sagen, es verwechseln Isa und Al-Mahdi. Manche sagen, das ist eine Person. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich wiederhole das, weil es aufgenommen wird für die, die es falsch gesagt haben. Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, es ist ein Prophet. Und Al-Mahdi ist eine ganz andere Person. Das ist ein Khalifa, ein Kalif.
Worüber Rasulullah sagt, sein Name ist gleich wie meiner. Und der Name seines Vaters ist gleich wie meiner. Das heißt, er heißt Muhammad ibn Abdullah. Und der andere heißt Isa ibn Maryam, Nabiullah. Das heißt, sie werden aber gleichzeitig erscheinen. Wenn Al-Mahdi erscheint, kurz danach erscheint Isa alayhi salam. Und gleichzeitig erscheint auch Dajjal. Das sind drei verschiedene Persönlichkeiten. Man darf die Sache hier nicht durcheinander bringen. Bidden Allah subhanahu wa ta'ala. Und das sechste Zeichen ist der Krieg zwischen zwei muslimischen Gruppen. Krieg zwischen zwei muslimischen Gruppen. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde beginnt nicht, bevor zwischen zwei Gruppen, die denselben Ruf haben, ein großer Krieg anfängt. Ein Hadith Sahih steht in Bukhari und überliefert von Imam Ahmad. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde beginnt nicht, bevor zwischen zwei Gruppen, die denselben Ruf haben, ein großer Krieg anfängt. Dieser Krieg fand bereits zwischen Ali radiallahu anhu und Muawiyah radiallahu anhu statt. Dieser Krieg fand schon statt zwischen Ali radiallahu anhu, der Vater Khalifa, und Muawiyah radiallahu anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Zu Anfangszeit des Kalifats von Ali radiallahu anhu, der Grund für diesen Krieg war, dass Muawiyah radiallahu anhu von Ali radiallahu anhu verlangte, dass dieser die Mörder von Uthman ibn Affan tötete erst. Dann wollte Muawiyah den Treueid leisten. Erst dann. Denn Muawiyah war der Einzige, der das Recht hatte, dies zu verlangen, da er ein Verwandter von Uthman ibn Affan war radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu weigerte sich, dies zu tun, bevor Muawiyah den Treueid ihm gegenüber aussprach. Ali radiallahu anhu wollte, dass die Umma sich zuerst einigt und dann würden sie entscheiden, was mit dem Mörder von Uthman ibn Affan geschehen sollte. Da sie sich in dieser Punkt nicht einigen konnten, zog sich jeder zurück und bildete eine Armee. Jeder hat seine Armee gebildet. Diese beiden Armeen haben gekämpft zwischen Irak und Asch-Sham, zwischen Irak und Syrien haben sie gekämpft. Nachdem dieser Krieg vorbei war, nach diesem Krieg widerte sich Muawiyah radiallahu anhu in Scham, hat sich zurückgezogen in Scham. Und Ali radiallahu anhu lebte auf der arabischen Halbinsel, in Jazira. Nachdem Ali radiallahu anhu gestorben war, ging sein Sohn, wer, Al-Hassan, gleich sehen wir noch ein Wunder von Rasulullah sallam. Nachdem Ali radiallahu anhu gestorben ist, ging sein Sohn Al-Hassan zu Muawiyah radiallahu anhu, um mit diesem ein Friedensabkommen zu schließen, der stattgefunden hat. Dabei verzichtete er auf sein Kalifat. Dies war der Grund für die Wiedervereinigung beider Gruppen. Deshalb nannte man dieses Jahr das Jahr der Vereinigung. Zwei muslimischen Gruppen haben sich wieder vereinigt. Und sie hatten einen Führer dann. Man nannte dieses Jahr das Jahr der Vereinigung. So bewahrheitete sich die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, alaihi salatu wasalam, dieser Sohn, er nannte den Hassan Sohn, alaihi salatu wasalam. Al-Hassan, das ist der Sohn von Sayyidina Ali, ist ein Führer. Allah wird ihn für die Versöhnung zwischen zwei muslimischen Gruppen einsetzen. Der andere war noch ein Baby. Er spielte noch vor Rasulullah. Sagt, dieser Junge wird ein Führer werden. Und er wird der Grund sein für die Versöhnung zweier muslimischen Gruppen. Und diese Versöhnung hat stattgefunden. Das ist ein Wunder von Rasulullah. Allah sagt im Koran, وَمَا يَنْتِقُهُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah spricht nicht von seiner eigenen Begierde, sondern das sind Offenbarungen, die von Allah subhanahu wa ta'ala herabkommen. Jalla fi ala. Und das steht in Sahih Bukhari. Aber es gibt viele Muslime, die verfluchen Muawiyah, a'udhu billah. Manche sind für Muawiyah, manche sind für Sayyidina Ali. Die meisten Gelehrten sagen, dass Ali radiallahu anhu im Recht. Weil es ist richtig im Islam. Erst wir einigen uns über einen Führer. Und dieser Führer ist ein Amir. Und die Umma hat den Amir zu gehorchen. Dann Rasulullah sagt, derjenige, der mein Amir gehorcht, den Amir gehorcht, es ist so, ob er mir gehorchen hat. Und derjenige, der mir gehorchen hat, es ist so, ob er Allah gehorchen hat. Also einigen wir uns, wir beraten uns, dann entscheiden wir, was geschieht mit ihnen. Die meisten werden sagen, Ali war am Recht. Aber beide sind im Jannah. Man darf niemanden von den beiden verfluchen, al-Iyadu billah. Aber achten auf die Worte von Hassan al-Basri und Umar ibn Abdul Aziz, die deutlich gemacht haben, sagten, dies war eine Versuchung, Meinungsverschiedenheit, eine Versuchung, vor der Allah unsere Hände bewahrt hat. Wir waren nicht anwesend, alhamdulillah. Möge Allah uns für sowas bewahren.
Er sagt, so müssen wir unsere Zunge davor auch hüten. Misch dich nicht ein. Das ist eine Sache, die schon geschehen ist. Das ist eine Umma, die schon vergangen ist. Und für deren Taten werden sie vor Allah zur Rechenschaft gezogen. Wir haben mit dieser Sache nichts zu tun. Also man darf nicht im Islam den verfluchen, a'udhu billah, wie viele das machen, und sagen, ja, das, was Muawiyah war falsch, und der ist falsch und falsch und verflucht Sahaba. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Das ist das Zeichen des jüngsten Tages. Das war der sechste Zeichen. Dann der letzte Zeichen, inshallah, am heutigen Tag, inshallah, ist Zeichen Nummer 7. Bidnillahi jalla fi'ula. Diese Zeichen, Abu Huraira radiyallahu anhu, berichtete, dass der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis ein Feuer aus dem Land des Hijaz, arabische Halbinsel, Al-Hijaz ist Al-Jazira, die arabische Halbinsel, herauskommt und die Kamelhälse in Bosra beleuchtet. Also wiederholen den Hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu berichtete, dass der gesamte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Stunde wird nicht kommen, bis ein Feuer aus dem Land des Hijaz al-Jazira, die arabische Halbinsel, herauskommt und die Kamelhälse in Basra beleuchtet. Basra befand sich damals, wo ist Basra? In Irak. Manche Gelehrten haben mir gesagt, dass es befindet sich damals in Palästin, in Ascham eigentlich. Ascham ist Palästin, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien. Das ist Ascham. Das ist eine Stadt, damals sagt das gehört, das ist in Scham. Man hat nicht die Länder genau erwähnt. Man sagt aber, das wird in Basra, diese Stadt in Basra, die sich heute im Irak befindet, die Kamelhälse werden durch das Feuer, was in Hijaz, in arabischen Inseln, ausbricht, die Hälse von Kamele dort beleuchten. Das ist ein Sahih Hadith. Sheikh al-Albani hat gesagt, das ist ein Sahih Hadith und überliefert von Ibn Majah wal-Hakim. Al-Qurtubi sagte, ein Gelehrter namens Al-Qurtubi rahimahullah sagte, das Feuer brach nach einem gewaltigen Erdbeben in Medina. In Medina, die Stadt des Propheten Muhammad. Also das Feuer brach nach einem gewaltigen Erdbeben in Medina aus. Dies geschah im Jahr 654 nach Hijra, nach der Auswanderung des Propheten Muhammad. In einem Mittwoch. In arabischen Monat nennt man Jumada. 654 nach Hijra ist dieses Feuer ausgebrochen. An-Nawawi, rahimahullah, sagte, das Wissen über dieses Ereignis breitete sich unter den Gelehrten von Ascham aus. Alle Gelehrten wussten davon. Da steht im Buch At-Tadhkira und Kitab Al-Fitan ibn Kathir. Das Feuer dauerte 3 Monate lang. Die Gelehrten sagen, das Feuer hat 3 Monate lang dauerte 3 Monate lang. Sagt, sie brachte Steine zum Schmelzen, aber verbrannte keine Bäume. Medina ist eine gesegnete Stadt. Rasulullah sallam hat Dua für Medina. Er sagt, oh Allah, also das, was so ein Segen in Mekka herabgesandt hat, macht, dass dieser Segen doppelt so viel in Medina ist. Geht nach Medina, inshallah. Und wenn ihr seht, es regnet sehr wenig. Aber die Früchte, die sie haben, wir träumen davon. Die Früchte, die sie da haben, die träumen davon. Ein Dattel manchmal ist so groß. Wallahi, so groß. So viele Sorten von Datteln, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Da denkst du manchmal, du hast ein Stück Fleisch im Mund. Süß, mashallah. Segen von Dua des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Feuer dauerte 3 Monate. Sie brachte Steine zum Schmelzen, aber verbrannte keine Bäume. Al-Imad ibn Kathir, rahimahullah, sagte, ich wurde von Al-Qadi Sadruddin al-Hanafi benachrichtigt, der von seinem Vater benachrichtigt wurde, dass die Araber gesehen hatten, dass die Hälse ihren Kamele von Feuer beleuchtet wurden. Das war Zeichen Nummer 7. Das sind die Zeichen, die geschehen sind in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zeichen von Sahaba und Zeit von Tabi'in. Und es werden noch viele andere Zeichen erwähnt, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Es gibt viele andere Zeichen, die nach dem Tod von Rasulullah gekommen sind. Und nach der Sahaba radiyallahu anhum. Und nach Tabi'in bis zu unserer Zeit. Es gibt Zeichen, die wir heute jeden Tag erleben. Die wir jeden Tag sehen. Sogar zu Hause. Zeichen, die wir zu Hause haben. Die wir mit eigenen Augen jeden Tag anschauen. Die sind zu Hause. Bei der Arbeit. Egal, wenn du in der Stadt rumgehst, da sind so viele Zeichen vor dir, die du gar nicht erkennst. Aber bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ich hoffe, dass Allah jalla fi'ula mir und euch die Zeit gibt, dass wir uns nochmal hier treffen, bi'idnillah jalla fi'ula,
um die weiteren Zeichen zu erwähnen. Und es wird noch ein Zeichen fehlen, bei Allah an diesen sieben. Ich werde noch eins dazu fügen. Ich habe nach diesem Hadith gesucht, damit ich nichts Falsches überliefere, inshallah, oder sage. Ein Hadith über die Pest, die ausgebrochen ist damals in Zeit von Sahaba, radiallahu anhum. Und darüber gibt es ein Sahih-Hadith von Rasulullah sallam. Und darüber werden wir nächste Woche reden. Und ich werde versuchen, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, 10 oder 15 Zeichen mitzubringen, bi'idnillah, damit wir unser Wissen vermehren, inshallah. Und damit, inshallah, sagt man das, uns vorbereiten für das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit vielleicht durch solche Sitzungen, inshallah. Und wir bekommen dadurch diese Lebens, kurze Lebensabend. Ja, und dass wir die Dunya nicht mehr als ewig sehen, wenigstens. Die Dunya hat ein Ende, die ganze Welt hat ein Ende. Und wir haben irgendwann ein Ende. Aber wir hoffen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir gute Ende haben werden und einen guten Abgang. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك جزاك الله خيرا